Hallo, willkommen zurück hier im Pokémon Ranger! Hallo Pichu, wie geht's dir? Pichu! Kratz dich mal einfach mal so. Ich bin jetzt kurz vor dem Funkturm hergegangen, kurzerhand, weil ich hier dieses Gestein hier mit Wasser bespritzen will. Blinfer, mach mal! Weil das ist nämlich ein Pokémon. Ich habe vorhin darauf nicht geachtet, aber das ist ziemlich fies. Also auch ziemlich gut getan. Es ist nämlich ein Potrot. Potrot, das Gesteinskäfer-Pokémon. Mega Verteidigungswerte. Seine maximalen KP sind aber ein bisschen... Naja. Also eine Mega Verteidigung gleicht das wieder aus. Sein Angriff ist auch Müll, es ist langsam, es ist eigentlich nur zum Verteidigen da. Es sei denn, man kommt irgendwie zu Krafttrick und tauscht dann Verteidigung mit Angriff, aber man passiert das schon. Potrot, Gruppe Gestein, Pokestärke Gestein, Zertrümmern 1. Lässt kontinuierlich Felsen aus seiner Umgebung herbringen, ermüdet das Opfer. So, letztes Mal haben wir Raikou rufen gelernt. Das kann ich jetzt jederzeit machen, solange ich das richtige Zeichen hier aufzeichne. Ups, 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 und Donks. Das kann ich jetzt jederzeit machen. Egal welche Uhrzeit, egal wo und wann. Yay, los geht's! Die Brücke wurde zerstört, aber mit Raikou sollte ich sie überqueren können. Ich frage mich eigentlich gerade, ob die Pokémon in Kämpfe verwickelt werden, wenn ich sie umrenne. Ich weiß es gar nicht mehr. Mal probieren. Ah, okay, das geht sogar. Man muss aber sehr genau zielen. Damit man da ein Pokémon umrennt oder in Kampf einkommt. Okay, gut zu wissen. So, auf geht's zur Brücke, die ja zerstört wurde durch die Pokénapper. Okay, wie kann ich da jetzt drüber springen? Sollte mit Touchscreens gehen. Wie ja gesagt, Touchscreen. So, jetzt habe ich's. Das ist ein weiter Weg hierher. Meine Güte. So. Da wären wir. Hey, was ist denn hier los? Spielt meine Fantasie in Streik oder ist das der Held von Oblivia? Jeder Ranker, der uns eins aus der Allergastennot befreite. Jeder Held von Oblivia? Nein, ich bin's nur. Ach, du bist's ja bloß, Harry. Naja, einen Moment lang dachte ich schon, bevor vollends in die Sagenwelt von Oblivion eingeraten bin, ne? Passiert halt. Ich hab zwar keinen blassen Schimmer, was hier vor sich geht, aber das wird sich schon noch ändern. Während du auf Raikou reiterst, zeigen dir an bestimmten Stellen aufsteigende Lichtfunken an, dass du etwas vor dir liegende Löcher und Flüsse überwinden kannst. Okay. Indem du an jener wenigen Stelle einen Sprung ausführst. Okay, herstellen und man muss zweimal drücken, ne? Das ist gar nicht so einfach. Oh, komm! Kurz weg, aber passt schon. Und was zur Hölle? Wie soll ich da jetzt... Das geht doch nicht, das ist viel zu weit weg. Ja, das ist doch ein bisschen weit weg. Geht nicht. Ich komme wieder rein, wie man hier springt. Oder muss ich das während dem Lauf machen? Moment, Moment, vielleicht? Aha, aha, aha. Und? Ah, wow! Das geht sogar. Hohoho, das war ein richtiger geiler Sprung. War nicht ohne. Danke, Raikou. Bis zum nächsten Mal. Es hat keinen Bock mehr anscheinend. Ich traue meinen alten Augen gar kaum. Mich dünkt, der Held von Oblivia wäre zu uns zurückgekehrt. Wach ich oder träume ich? Aufwachen! So, als bist du munter. Du hättest jeden Helden aus Oblivia, der vor langer, langer Zeit auf einer dieser Inseln lebte. Hm? Jener Held vermochte es, diesen merkwürdigen Grund gekonnt einzusetzen, um die Stärke der legendären Pokémon zu bündeln und mit vereinten Kräften den Frieden in Oblivia wiederherzustellen. Hast du noch nie von jenem glückverheißenden Recken gehört?
Nee, noch nie, das erste Mal. Hust, hust. Er ist in dieser Gegend hier sehr berühmt. Berühmter hat sich eine andere Ranger. Naja, er ist ein Held halt. Dieser Held aus vergangenen Tagen saß jedenfalls ganz ähnlich wie du, rittlings auf NTI. NTI? Oh, das ist aber seltsam. Du saßt ja gar nicht auf NTI, sondern auf Raikou, nicht wahr? Manche sagen NTI, andere sagen NTI und andere sagen wieder ganz was anderes. Ich sage NTI. Bin ich am besten. Obwohl, da fällt mir ein, dass zu ihrer Insel ein anderes legendäres Pokémon gehört. Hier auf der Isla Milonda standen der Sage zufolge Enti und der Held im Mittelpunkt. Interessant. Weil auf der Isla Ramboga war es Raikou. Sehr interessant. So, da wären wir ja. Auf einer anderen Insel. Und was geht denn hier ab? In Villa di Agonal, Isla Milonda. Harry! Hä? Wer schreit hier? Oh, hi! Moritz! Na, wie geht's denn? Kennst du mich noch? Ich bin's, Moritz! Yep, Assistent von unserem Professor Hastings. Ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung. Tu einfach, als würdest du mich an mich erinnern, ja? Auch wenn der nicht so ist. Okay, tu ich. Hust. Ich bin gerade erst mit dem Schiff auf diese Insel gekommen. Das Schiff ist übrigens die MS Ranger. Cool, wie sieht denn die aus? Die Häuser des Office kleben doch förmlich an den Steilhang, oder? Kleben? Hat jemand einen Kleberring reingeklatscht? Diese Lage ist ja bei der Namensgebung von Villa Diagonal ausschlaggebend gewesen, heißt es. Das ist doch sehr aufschlussreich, nicht wahr? Moment, Stadt der Agonal. Bisschen Spanisch kann ich, aber nicht so viel. Die MS Ranger liegt in den Hafen unterhalb von Villa Diagonal vor Anker. Was heißt Agonal? Wie bitte? Weshalb ich als Zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit der Ranger-Vereinigung eigens mit dem Schiff von so weit her anreise? Ja, das will ich jetzt gewissen. Nur um ehrlich zu sein, ich hatte mich doch neulich im Konferenzraum darüber beklagt, nicht genügend zu tun zu haben. Erinnerst du dich noch? Ja, das war im ersten Part. Noch nicht so lange her. Hust. Also hat Professor Hastings mir Arbeit zugeteilt. Er hat mich darum beauftragt, den MS Ranger hier nach Oblivion zu befördern. Was, du warst der Captain und sie ist nicht gesunken? Wow! Entschuldigung. Frag mich bitte nicht weshalb. Ich bin da genauso ahnungslos wie du. Als Captain. Oh, ich Schüssel hätte doch jetzt um ein Haar was Wichtiges vergessen. Der Professor hat mich gebeten, dir dringend etwas auszurichten. Ich sollte dir ausrichten, dass... Ja... Aha. Eine Backtracking-Szene soll er uns ausrichten. Ich habe die beunruhigende Nachricht von Top Ranger Primo erhalten. Demzufolge seien in der Bücherei mehrere Regierungen äußerst zwielichtige Gestalten gesichtet worden. Büchereien? Augenscheinlich sei es jenen halbs eidenen Gesellen darum gegangen, alles Mögliche über die alten Legenden Oblivion zu erfahren. Meines Erachtens weist alles darauf hin, dass es sich um die Nepper handelt. Glücklicherweise befindet sich das Buch, wonach jeden Halunken suchen, nicht in irgendwelchen Büchereien, sondern auf der Isla Milonda. Die wichtigste Tatsache dürfte den Neppern jedoch unbekannt sein. Da es allerdings wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis sie davon mitbekommen, halte ich es für das Beste, das Buch schleunigst an mich zu nehmen. Der Buchtitel lautet, du bist soweit, Moritz? Bist du soweit, Moritz? Der Buchtitel lautet, bist du soweit, Moritz? Wer schreibt auch flüssig mit? Okay, da bin ich jetzt gespannt. Luitpold! Ich bin ganz sicher, Luitpold ist der Name des Verfassers von Legende aus Oblivion. Moment, habe ich das schon nicht mal gelesen? Ich habe es so oft geschrieben, dass es sich mir ins Gedächtnis eingebrannt hat. Wir sprechen hier von dem Lebenswerk des Forschers Luitpold. Komischer Name. Einen besonderen Buch, von dem es weltweit nur ein einziges Exemplar gibt. So ein Buch musst du mal ja selber schreiben, wenn es so etwas vorkommt. Der Verfasser hat zwar bereits vor langer Zeit das Heilige gesegnet, aber hier auf der Isla Milonda befindet sich immer noch sein Anwesen. Dort sollte sich das Buch gewiss irgendwo auffinden lassen. Genau das war's. Ich wollte Professor Hastings eigentlich mitteilen, dass ich wohlbehalten in Oblivion eingetroffen bin, aber leider ist das Funkgerät auf der MS Ranger außer Betrieb und ja, die Funkwellen werden auch nicht gesendet, ne?
Nun, das Schiff schaukelt nun einmal auf See und da habe ich halt Saft verschüttet und das Gerät wohl beschädigt. Ach, das doch dazu, na dann. Sei so grundsätzlich per Funkom mit dem Professor in Verbindung, ja? Für die Dauer der Wiederinstandsetzung des Funkturmes sind keine überregionalen Funkverbindungen möglich. Na, hast gehört, das SLS hat schon gesagt. Im Ernst? Hat da jemand mit dem Funkturm etwa auch den Saft verschüttet? Ist ein viel Saft. Just beiseite. Also hast du dich nicht regelmäßig bei der Vereinigung gemeldet? Professor Hastings hat sich jetzt gewiss große Sorgen gemacht, nicht? Andererseits sagt man ja auch, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Naja, nicht wirklich. Obwohl, ja, schwer zu sagen. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Mit Anweisungen seitens der Vereinigung können wir ja vorerst nicht rechnen. Also werden wir uns hier unter meiner Leitung zu dritt durchschlagen. Wenn du Pitch mitzählst, dann stimmt das wieder. Nanu, steckt denn Sonja eigentlich? Ist sie mal eben für kleine Mädchen? Nein, sie wurde abgeschossen. Nee, ich wurde abgeschossen und sie wurde auch gefangen genommen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sie gut geht. Sei unbesorgt, ihr wird schon nichts passiert sein. Wenn sie Hunger hat, kommt sie wieder. So schnell lässt sie sich schon nicht unterkriegen. Sie ist bestimmt wohl auf. Und selbst wenn die Neppe sie gefangen haben sollten, dann wird uns das ja eher noch von Nutzen sein, denn so kommt sie an alle Informationen ran. Das ist auch eine interessante Sichtweise. Immerhin ist sie ein waschechter Pokémon Ranger! Wir werden uns zunächst einmal in die Villa Diagonal umschauen. Vielleicht finden wir auf unserer Suche nach Luitpolds Anwesen ja sogar Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sonja. Ich hoffe es immerhin, Moritz. Denn das wüsste ich auch mal allzu gern. Wir haben noch gar nichts gehört von Sonja, ne? Ich kenne jemanden, der war in den Wirrwäldern unterwegs. Doch plötzlich hat er sich am Eingang wiedergefunden. Soll ich dir auch sagen, wer das war? Ich selbst war das, jawohl! Okay, klingt nach labyrinthartigen Wald. Oh, hier ist ein Mistkübel, ein blauer. Sieht cool aus. Wie heißt die? Mamadillo? Okay. Es gibt da dieses altes Anwesen auf Isla Milonda. Es geht das Gerücht um, dass dort die in letzter Zeit Stimmen zu hören seien. Dabei wohnt dort doch gar niemand. Da, man, die heißt Mamadillo und der heißt Papadillo. Komische Namen hier. Okay, lassen wir mal durchgehen. Hust. So, der Ort ist ziemlich groß, Villa Diagonal. Das ist gar nicht mal so, ne? Da muss ich lang schauen. Klatschen? Was ist das für ein Trubel? Was ist das? Ein Zauberer. Interessant. Das ist keine Uhr. Ich möchte zu gern wissen, was da los ist. Dann schau halt mal, Moritz. Sah nach einem Zauberer aus, der eine Zaubershow vorführt, das habe ich. Willkommen zu Spiel, Spaß und Gaukeleien! Tretet näher, meine lieben Zuschauer, und taucht ein in die Magie der Illusionen! Ich zeige euch eine Welt, die dann nicht so ist, wie es den Anschein hat! Ja, zeig uns diese Welt, bitte, bitte, bitte! Harry, ist eine Zauberführung? Ach, nee. Was du nicht sagst. Lass uns dort einmal vorbeischauen! Wir sind ja schon da! Wer weiß, vielleicht erfahren wir ja etwas Nützliches! So eine Zaubershow was lernen? Was? Ich lerne nur, dass die Augen langsamer sind als die Hände. Der Rest ist Spielerei. Was sehen meine Augen? Neue Zuschauer, kommt herbei, ich zauber euch vor, was ihr noch nie gesehen habt. Ihr kommt wie gerufen. Für mein Zauberkunststück benötige ich nämlich noch einen Assistenten. Na, du liegst Pichu mit deiner Ukulele auf dem Rücken? Komm bitte einmal her. Pichu? Oh, er soll mich doch bitte auch zu sich auf die Bühne rufen. So, bist du bereit? 1, 2, 3, Hokus Pokus Verschwindibus. Wow. Was, Pichu ist verschwunden? Klasse, wo ist das Pichu noch hin? Ich dachte mir schon, dass du hinter dem Regentreiben hier steckst. Er hat es gesagt. Das Pitche! Aber heute scheint du etwa mehr Zuschauer haben als üblicherweise. Wie kam das dorthin? Was gibt's doch nicht? Das Pitche ist dort drüben aufgetaucht! Es wurde teleportiert.
Und ich dachte schon, der wäre ein Wochenepper. Wenn er sich mein alter Freund Edward ist, willkommen zu Spielspaß und Gaukelei! Heute habe ich übrigens sogar einen echten Pokémon-Manager zu Gast. Na, hi. Sie an, wir hatten bereits das Vergnügen, ne? Wie ist das Weiterbefinden, wenn ich fragen darf? Ganz gut, danke. Schönes Wetter, was will man mehr? Keine Kopfschmerzen? Was? Wie bitte? Kennst du diesen Herrn etwa, Harry? Nö. Oh je, wie unruhig von mir. Ich bitte um Verzeihung. Mein Name lautet Edward und ich bin als Arzt in Oblivia tätig. Ach, du bist der Arzt hier. Der einzige Arzt in ganz Oblivia. Wui. So komme ich ganz schön herum und heile die Zipperlein und Wehwehchen der Leute hier. Herr Doktor, ganz im Gegenteil, ich bin es, der um Verzeihung bitten muss. Ich bin Moritz und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung. Habe ich gerade öffentlich gesagt? Ich meine natürlich öffentlich. Öffentlich. Das war auch ein schwieriges Wort, da kann man sich schon mal verhaspeln. Das passiert mir in letzter Zeit ziemlich oft. Und was für jemand von der Ranger-Vereinigung hierher? Hm? Was führt dich hier? Die Bokenepper, was denn sonst? Ein gewisser Luitpott, also der die Legende von Oblivia erforscht haben soll? Zumindest aus der recht großen Zahl meiner Patienten ist mir niemand dieses Namens geläufig. Hätte mich auch gewundert, er ist nämlich schon abgekratzt. Es tut mir auch richtig leid, euch in diesem Punkt nicht weiterzuhelfen zu können. Das heißt, dieser Ass ist kein Pathologe. Den alten Leutchen, die schon ewig hier leben, kenne ich mehr als gut. Immerhin stand ich den Bewohnern in der unterschiedlichen Insel schon seit etlichen Jahren Besuch ab. Womöglich war ich jeden her ja bereits entschlafen. Noch bevor ich meinen Dienst in dieser Gegend antrat. Möglich. Ich habe auch noch einigen älteren Patienten einen Hausbesuch anzustatten, obwohl ich ja selbst auch nicht mehr der Jüngste bin. Es hat mich gefreut. Guten Tag. Und hier endet nun auch meine heutige Zauberführung. Bis zum nächsten Mal und bleibt mir gewogen, meine liebe Zuschauer. Bis bald, Zauberer. Bitte, was ist mit dir passiert, sag mal. Lass uns auch mal den Dorfpfad hinuntergehen. Vielleicht leben dort ja ältere Leute, die etwas über diesen Ritpult wissen. Ja. Ist wahrscheinlich gerade hoch, dass die älteren Leute ihn kennen. Gut, Leute, ich habe hier schon gesehen, hier ist ein Speicherpunkt, dann heißt Speichern und ich sage diese Stelle bis zum nächsten Part. In der Villa, die Agonal. Ich denke noch immer nach, was Agonal heißt. Statt der Agonie wäre passend. Naja.